Rahmen meiner Telling T-Touch Workshops und bei meiner individuellen Betreuung für Pferde und deren Besitzer wende ich sehr gerne die Surefoot Stability Pads von Wendy Murdoch an, die ich euch nun vorstellen möchte. Was sind jetzt diese Surefoot Stability Pads? Das sind Kissen aus einem speziell an das Gewicht der Pferde angepassten, nachgiebigen Kunststoff-Naturmaterialien-Mix. Durch das Angebot, auf einem nicht stabilen Untergrund zu stehen, beginnen die Pferde, und das ist erkennbar durch leichte Muskelbewegungen über den ganzen Körper hinweg, mit der Möglichkeit, wie sie stehen können, zu experimentieren. Sie finden eine Körperhaltung, die es ihnen ermöglicht, eine stabilere, ausbalanciertere und angenehmere Verbindung zum Boden herzustellen. Und diese veränderten Standmuster können Sie dann auch in Bewegung umsetzen. Auch wenn unsere Pferde nur wenige Minuten auf dem Platz stehen, können wir beobachten, dass sie raumgreifendere Gänge, schwungvollere Bewegungen und allgemein ein Gangbild in besserem Gleichgewicht zeigen. Die Veränderungen stellen sich aber nicht nur im physischen Bereich ein. Das Stehen auf dem Platz hat auch einen sehr mental entspannenden Effekt. Nervöse, hippelige Pferde werden deutlich ruhiger und ängstliche werden gelassener. Wesentlich ist auch die starke vertrauensbildende Wirkung der Pferde zum Menschen und in sich selbst. Generell gesagt, genießen die Pferde es sehr, auf dem Platz zu stehen, und sie fühlen sich wohl.
im Einsatz der Sure Food Parts besonders gut gefällt, ist die Möglichkeit, die wir unseren Pferden bieten können, für sich selbst draufzukommen, wie sie stehen, wie sie sich bewegen und wie sie selbst in ein besseres Gleichgewicht finden können, ohne unsere Idee dahinter, wie das zu geschehen hat oder wie das im Endeffekt dann auch auszusehen hat. Sehr wertvoll, ich kann es nur empfehlen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dieses Video bitte ist keine Anleitung zur Verwendung der Sure Food Parts, sondern soll euch wirklich nur einen Geschmack, eine Idee geben, wie wertvoll sie sein können für eure Pferde und für euch.